SI-Einheiten in der Medizin, die braucht man, wenn man irgendwas messen will. Man muss sich irgendwie richtig ausdrücken. Ich kann nicht einfach sagen, das sind 5. Ja, was denn? 5 €, 5 Kilogramm, 5 Erdbeeren oder was? Also, nur mal ein paar Beispiele. Die Dichte bedeutet, wie dicht etwas ist, aber ich komme gleich mal über die Berechnung dazu. Das geht ganz einfach. Kurzzeichen ist Rho, ein griechischer Buchstabe. Er rechnet sich aus Masse geteilt durch Volumen. Also Masse, wie schwer ist zum Beispiel ein Würfel? Schwer darf man eigentlich gar nicht sagen, das wäre eigentlich eine Schwerkraft. Also wie viel Masse hat er? Und das pro einem bestimmten Volumen. So ergeben sich Einheiten, die werden immer in eckigen Klammern geschrieben. Zum Beispiel typische Einheiten sind Kilogramm pro Kubikdezimeter. Was ist ein Kubikdezimeter? Ja, zum Beispiel ein Würfel. Ein Kubikdezimeter mal ein Kubikdezimeter mal ein Kubikdezimeter. 1 mal 1 mal 1 bleibt 1. Und da man die Dezimeter nicht dreimal hintereinander schreiben möchte, schreibt man auch hoch 3. Wie das mit Einheiten funktioniert, hier auf links gucken und wie man so ein Kram errechnet, kann man sich hier nochmal weiter damit beschäftigen. Es geht auch Gramm pro Kubikzentimeter. Achtung, Dezimeter zu Zentimeter ist schon ein kleiner Schritt, wie man Einheiten umrechnet. Auch hier gucken, ne? Luft, also Gase zum Beispiel, werden gerne in Kilogramm pro Kubikmeter angegeben, weil die sehr wenig Masse haben im Vergleich zu ihrem großen Volumen. Gut, Druck errechnet sich aus Kraft, die wirkt auf eine bestimmte Fläche, also Kraft pro Fläche, Kraft durch Fläche sagt man auch. Angegeben wird die Kraft in Newton. Kurz, ich gehe dann nochmal darauf ein, hier und dann auch auf andere Dinge, weshalb Newton und nicht Kilogramm pro und so weiter. Beziehungsweise, damit man nicht sagen muss, Newton pro Quadratmeter, sagt man zu Ehren des großen Pascal, nach dem Physiker, ein Pascal. Was heißt das aber? Ein Newton. Gewichtskraft erzeuge ich, wenn ich auf der Erde wohlgemerkt, auf dem Mond ist schon wieder bloß ein Sechstel. Also, auf der Erde ist ein Newton ungefähr, wenn ich 100 Kilo, 100 Gramm Sand zum Beispiel habe, dann erzeugen die eine Gewichtskraft von einem Newton. Und wenn ich diese 100 Gramm Sand oder was auch immer, oder Schnee oder sonst was, auf einer Fläche von 1 Meter mal 1 Meter, ist ein Quadratmeter, verteile, dann habe ich einen Druck von einem Pascal. Und das ist wirklich herzlich wenig. Nur mal ein Beispiel dazu. Unsere Erdatmosphäre, die bewirkt 100.000 Newton auf jeden Quadratmeter. Jetzt denkt man, Mensch, verdammt nochmal, wie viel Masse entspricht denn das? Naja, einfach die Newton durch 10 teilen. Das wären also 10 Tonnen Gewicht, die auf einem Quadratmeter wirken. Und das ist schon drastisch viel. Wie das dann funktioniert und mit dem Druck und so weiter, hier gucken, hier ist dann wieder ein entsprechender Link. Ne? Also werde ich dann anbringen. So, und jetzt nochmal zu den SI-Einheiten. Also das sind internationale standardisierte Einheiten. Da sagt man zum Beispiel nicht mehr eine Atmosphäre. Aber eine Atmosphäre, das sagte man früher, damit man sich es besser vorstellen konnte, entspricht mittlerweile 100.000 Newton pro Quadratmeter, wie ich es eben gerade gesagt habe. Notfalls im Video nochmal zurückspulen. So, und diese 100.000 Newton pro Quadratmeter sind 100.000 Pascal. Das wussten wir ja von eben. So, und wenn ich jetzt das hier nochmal abkürzen möchte und nicht immer 100.000 sagen möchte, sagt man auch gerne zu 100 Hekto. Das kennt ihr vielleicht von Hektoliter. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Also kann ich mir diese 100 ersparen, indem ich Hekto schreibe. Dann schreibe ich nämlich Hektopascal und die 1000 muss ich natürlich hinschreiben. Nochmal zu Newton, damit das nicht so umständlich wird. Eigentlich gibt man ja eine Kraft an. Ich gehe jetzt nochmal schnell auf die Kraft ein, aber da schaut wieder auf das Link, auf den Link, auf ein Video. Da ist das alles noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Ein Newton ist ein Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Weshalb man das so spricht hier, ne, in diesem Link nachgucken. So, und damit ich nicht jedes Mal sagen muss, wie viel Kraft ist denn das? Na, das sind 4 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Dann sagt man zu Ehren des großen Newton, nach dem Physiker, 4 Newton dazu. Andere Beispiele, wo das abgekürzt wird. Pascal hatten wir eben, ne? Der Druck hier, Newton pro Quadratmeter, Pascal. Ohm, das wäre Volt pro Ampere. Oder Watt wäre Volt mal Ampere. Oder Ampere, das ist eine Ladung mal Sekunden, mal Zeit und so weiter. Und Volt und Kelvin und. Oder Siemens und Mach. Röntgen, Sievert und so weiter. Guckt da einfach im Internet,
Da findet ihr noch viele, viele Beispiele. Das macht man, damit man eben nicht sich so umständlich ausdrücken muss. Ich hoffe, das hat erstmal zu dem Thema, also als Anreißer mit diesen Links hier und so weiter und den Links, die jetzt hier zum Schluss erscheinen, geholfen. Ich mache das Video erstmal dicht. Viel Freude beim Verstehen.